Hier sieht man unsere Projektgebiete. Zunächst einmal in der Südtürkei, dann in Syrien selber, Homs, Aleppo und Damaskus. Dann hier unten im jordanischen Gebiet, in der Nähe von Amman. Und schließlich hier im Irak, Sulaymaniyya. Das sind so diese vier Hauptschwerpunkte unserer Flüchtlingshilfe rund um die syrischen Kriegsvertriebenen. Seit dem Ausbruch des Krieges in Syrien sind mehr als 9 Millionen Syrer auf der Flucht. Odilo Noti, Kommunikationsverantwortlicher der Caritas, gibt uns Auskunft zu den Hilfsmaßnahmen in Syrien und warum das Schicksal der Flüchtlinge aus Syrien uns in der Schweiz nicht egal sein kann. Die Tragödie um die syrischen Kriegsvertriebenen, das ist wohl die größte Flüchtlingstragödie, die sich weltweit zurzeit abspielt. Man stelle sich vor, etwa 2,6 Millionen Menschen sind alleine in die umliegenden Staaten von Syrien geflohen. Im Libanon etwa ist die Zahl der Flüchtlinge innerhalb von nur 3 Jahren auf 1 Million angewachsen. Das sind 25% der Bevölkerung. Wenn man das auf die Schweiz übertragen würde, würde das bedeuten, dass die Schweiz innerhalb von 3 Jahren etwa 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hätte. Wie hilft die Caritas in Syrien und den Nachbarländern konkret? Wir helfen den Menschen zunächst einmal mit dem Existenz- und Überlebensnotwendigen. Das heißt, wir geben ihnen Nahrungsmittel ab oder auch Essensgutscheine. Wir sorgen dafür, dass die Mieten, die sie haben, sich verbilligen. Das heißt, wir kümmern uns ganz konkret um die Verletzlichsten dieser Flüchtlingsgruppen. Man darf nicht vergessen, es sind etwa die Hälfte fast Kinder, die in den umliegenden Staaten Syriens Zuflucht gefunden haben. Wir kümmern uns also um die besonders verletzlichen Gruppen und wir versuchen, ihre Grundbedürfnisse zu stillen. Wie verhalten sich die Kriegsparteien bei den Einsätzen der Caritas? Im Innern Syriens sind wir über unsere lokale Partnerorganisation vor allem in jenen Gebieten tätig, die noch von der Regierung kontrolliert werden. Das heißt, das sind vor allem die Städte Homs, es sind die Städte Damaskus und Aleppo. Dort sind wir aber nach einem ganz ehrenen Prinzip unserer Hilfeleistung, nämlich dass wir für alle Menschen in Not, unabhängig von ihrer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit, tätig sind. Dort empfangen wir auch und betreuen wir auch Kriegsvertriebene. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass die Hilfeleistungen in Syrien sehr stark behindert werden. In viele Gebiete gibt es überhaupt keinen Zugang zur Bevölkerung. Es gibt auch Regionen, wo es Hungertote bereits gegeben hat. Sie haben einen offenen Brief an Bundesrat Burkhalter geschrieben. Was fordern Sie konkret? Zum einen sagen wir, dass der Bund die humanitäre Hilfe erhöhen muss. Der Bund hat der internationalen Geberkonferenz, die sich mit Syrien und den Nachbarstaaten beschäftigt, 30 Millionen für das laufende Jahr 2014 versprochen. Wir sagen, der Bund solle diese humanitären Gelder auf 100 Millionen erhöhen. Das ist nicht übertrieben angesichts des Ausmaßes des Flüchtlingselendes. Es ist auch nicht übertrieben angesichts der Tatsache, dass wir uns immer wieder auf unsere humanitäre Tradition berufen. Und es ist nicht übertrieben, weil es auch einem politischen Konsens von links nach rechts entspricht, nämlich, dass wir Hilfe vor Ort leisten sollen.